lange Zeit gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum, zu einem neuen Adventskalendertürchen. Zum vorletzten Adventskalendertürchen, wenn mir nicht alles täuscht. Ja, dürfte das vorletzte Adventskalendertürchen sein, wenn ich hier richtig sehe. Heute 8 Fakten über Weihnachtsbäume. Ja, zum Schluss des Adventskalenders, noch nicht ganz zum Schluss, aber fast zum Schluss des Adventskalenders, ein kleines Faktenvideo, passend Weihnachtsbäume. Ja, kommen wir zu Fakt Nummer 1. Fakt 1. Die Verwendung von geschmückten Weihnachtsbäumen hat keinen historisch nachweisbaren Beginn und kommt aus mehreren Bräuchen verschiedener Kulturen. Schon die Römer hängten sich immergrüne Zweige um den Jahreswechsel ins Haus, um in den kalten Wintermonaten böse Geister von sich fernzuhalten. Fakt 2. Bereits 1605 soll es in Straßburg einen ersten mit Äpfeln behangenen Weihnachtsbaum gegeben haben. Im 18. Jahrhundert wurde der Christbaum immer häufiger und weit verbreiteter geschmückt. Im 19. Jahrhundert verbreitete er sich von Deutschland aus in die ganze Welt. Fakt 3. Es gibt etliche verschiedene Sorten von Tannenbäumen, darunter die beliebteste, die Nordmann-Tanne, auch Abies Nordmannia genannt, die Blaufichte, Pica pungens, Fichte, Rotfichte, Edeltanne, Kiefer, Douglasie, Colorado-Tanne, Korea-Tanne und viele mehr. Die Nordmann-Tanne deckt von allen Christbaumkäufen in Deutschland grob 2/3 ab. Fakt 4. Ca. 27 Millionen Weihnachtsbäume werden pro Jahr in Deutschland gekauft. Fakt 5. Versicherungen verzeichnen etwa 15.000 Brände durch Adventskränze und Weihnachtsbäume pro Jahr. Fakt 6. Norwegischen Studien zufolge leben in und auf einem Weihnachtsbaum bis zu 25.000 Insekten, darunter Milben, Rinderläuse, Spinnen, Motten, Zecken und noch einiges mehr. Wer also einen Weihnachtsbaum in seine Wohnung holt, lädt zudem auch einige neue Mitbewohner in sein trautes Heim. Fakt 7. Im Jahr 2010 konfiszierte die Polizei einen Weihnachtsbaum im deutschen Mittelgebirge, der aus einer 2 Meter hohen Hanfpflanze bestand. Fakt 8. Der größte Weihnachtsbaum, der je geschmückt wurde, war ein 80 Meter hoher Eukalyptus. Ja, da bin ich nach oben. Solltet ihr fürstlichstens unterhalten und fürstlichstens informiert worden sein, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, auf meinem Kanal. Und wir sehen uns dann morgen zum wahrscheinlich letzten Adventskalendertürchen dieses Adventskalenders wieder. Bis dahin, haut da rein, man sieht sich. Ciao, ciao.